Servus, ich bin's, das Verkostungsfröndchen. Beinahe hätte ich schon Früchtchen gesagt. Das Verkostungsfrüchtchen. Ich bin natürlich immer noch alleine und ich habe euch ja gewarnt. Aber ihr wolltet das so haben, also gibt es noch ein paar Videos. Ich würde am liebsten noch viel mehr drehen, aber das funktioniert nicht, weil das immer recht anstrengend ist und ich sonst mit der Arbeit nicht weiterkomme. Ich habe heute also bevor ich jetzt das mache, schon Silvana nachprobiert, aber da waren jetzt nicht so die ganz großen Highlights dabei. Habe ich also darauf verzichtet. Und jetzt hier, das ist auch die Essenz einer Riesling-Nachprobe von gestern. Ich habe ja gestern ein bisschen mit mir gehadert, ob ich es machen soll oder nicht, aber es waren 26 Weine. Und das war dann schon ein bisschen sehr, sehr mühsam. Oder wäre es gewesen, wenn ich das auch noch videofiziert hätte. Es gibt also heute nur die Essenz da draus. Sprich, es sind die besten Weine aus der Verkostung von gestern und es sind nur ein, zwei Weine mit drin, bei denen ich mich gestern auch nicht ganz sicher war, wo die Reise hingeht und die ich also ohnehin noch einmal probiert hätte. Jetzt machen wir das halt alles miteinander, aber es wird deswegen nicht so ganz lang und es sind wirklich eher die Highlights aus diesen ganzen 26 von gestern. Es blieben völlig unbeabsichtigt, nur Pfälzer übrig und nur erste Lagen von 3 oder 4 Betrieben. Wie auch immer, wir werden es merken. So, erst einmal halt. So. Jetzt. Das ist ein bisschen rauchig in der Nase. Riecht schon herb, hat eine ganz herbe, zurückhaltende, aber relativ noble Fruchtigkeit. Dann kräuteriges, so ganz leichte Spur an Brechbohnen und Bohnenkraut erinnerndes. Überhaupt nicht unreif, aber so ein bisschen grün-vegetabil in diese Richtung gehend. Das ist auch nicht im geringsten negativ, ganz im Gegenteil. Ich finde sowas immer sehr positiv. Das ist appetitanregend. Das gehört zu gutem Wein auch dazu. Mich turnt es eher ab, wenn alles zu fruchtig ist, plakativ schmeckt. Das oder am Ende im Extremfall künstlich fruchtig. Kann ich überhaupt nicht haben. Aber das ist eben schon deutlich komplexer. Da gehören solche Aromen einfach immer wieder dazu. So, ganz leicht nussig. Da weiß man immer nicht so genau. Ist das jetzt schon ein ganz leichter Holzfasston, der da mitschwingt, oder kommt das noch von der Hefe? Das ist so ein Grenzfall. Ich tippe mal auf beides. So macht er am Gaumen noch weiter. Es kommt sofort so ein leichter Hefeteppich. So, das ist am Anfang immer noch so ganz leicht mehlig. Und die Hefe bringt natürlich von sich aus was Nussiges mit. Und im Rückraum glaubt man dann doch wieder so leichte Fasstöne zu schmecken. Muss nicht sein, kann manchmal wirklich nur von der Hefe kommen. Aber ich würde es halt auch da eher ein bisschen Holzfass-Einfluss geltend machen. Die Säure ist lebendig. Präsent, aber sehr fein, überhaupt nicht schneidend oder sowas. Was hatten wir gestern in der Probe durchaus dabei. Das waren aber 21er. Das schneidet gar nicht, auch wenn es präsent ist. Und der Wein knochentrocken. Aber das hat halt auch nicht nur die Hefe, die Säure puffert, sondern auch eine recht hell wirkende, kreidige Mineralik da im Hintergrund, die Säure immer gut in Schach hält. Sehr kühl, dann im Hintergrund aus der Spur kalte, ganz frische Butter, aber überhaupt nichts Aufweichendes. Das ist ganz präzise in den Konturen. Das kann man fast kauen. Das hat auch also eine so ganz leicht mürbsandige Phenolik. Wirklich leicht. Also es ist nicht antrocknend. Auch da schwankt man so ein bisschen, wenn das so diesen Grip hat. Das kann einerseits auch noch von der Hefe kommen und andererseits von tatsächlich leichtem Gerbstoff.
Auch hier nehme ich an, es ist beides im Moment. Der Bau ist fest. Die Frucht hat einen sehr feinen Saft. Es hat eine gewisse Noblesse. Und dann kommt wieder diese Kreide und dann auch viel Salz. Ja, ich hatte ihn gestern auf 89 und womöglich nochmal drinstehen, weil ich da mir nicht so sicher war. Was soll man da stehen? Ja, man sieht es an der korrigierten Zahl da oben. Also ich schreibe ich natürlich die Benotung da oben hin, damit ich das sortieren kann, weil ja die Nachprobe immer nach Note aufsteigend ist. Und ich habe es korrigiert von 90 auf 89 gestern. Und heute wäre ich eher wieder bei 90. So klar, so fast ein bisschen, ich werde so gerne bemüht, aber hier stimmt es, Gebirgsbach-ähnliche Klarheit. Das ist so schnörkellos und doch so fest. Ich glaube, er kriegt wieder 90. Das ist Reichsrat von Buhl, das ist die Deidesheimer Mäushöhle. Ganz klar ein Deidesheimer Charakter mit dieser hellen Aromatik, dieser ganz hellen Mineralik, die da drin ist. Ganz typisch Geisenheim. Geisenheim Mäushöhle kostet 21 Euro. Hat heute schon große Gewächse. Also nicht VDP große Gewächse, sondern das darf ja jeder verwenden, wie er mag. Die entschieden teurer waren und lang nicht so gut. Auch sehr kühl. Auch so eine frische pflanzliche Note. Vielleicht ein spurgrüner Tabak in dem Fall. Ganz zart, was Rauchiges. Die Frucht zurückhaltend, eher zitrusbetont, bisschen Pfirsig kommt da im Hintergrund schon auch, aber es ist eigentlich nicht wirklich fruchtig. Es ist eher von diesen grünen, kühlen, pflanzlichen Noten und auch von einer gewissen Mineralik geprägt, hat man hier zumindest den Eindruck. Auch wenn es immer heißt, dass man Mineralik nicht riechen kann. Es riecht zumindest nach etwas, was hinterher dann auch mineralisch schmeckt. Sagen wir es so. Sehr kalter Charakter. Auch hell. Auch wieder eher zitrusbetont. Weil so ein bisschen harter Pfirsich da auch wieder dabei ist. Hefemehl, ein bisschen Rauch. So eine helle, nussige Tönung dann am Gaumen. So ein bisschen Gerbstoff, der noch ganz, ganz leicht antrocknet. Hinten dann wieder dieses kreidig-salzige. Und auch vollkommen trocken. Mit so einem minimalen Schmelz in der Mitte. Auch wieder sehr zitrusbetont, Zitrusfilets. Und auch noch dieser ganz minimale süße Eindruck, den manche Zitronen haben. Das hat frische, kühle Biss. Im Moment sehe ich den sogar durch dieses im Moment eine winzige Spur antrocknende Phenolik fast schwächer als den Vorgänger.
Es war gestern wohl umgekehrt. Aber es wirkt fast, das macht der ein bisschen zu. Ich habe gestern reingeschrieben, muss reifen. Das muss er auch. Das ist so gerade so an der Grenze zwischen 89 und 90 heute. Lassen wir jetzt bei 90 aber stehen. Das hat er jetzt zwei Tage lang. Und wenn er jetzt heute so ein bisschen zumacht, wäre vielleicht unfair, ihn abzustufen. Weil es hat auch Länge, es hat, wie gesagt, Frische, es hat Struktur, es hat eine gewisse Brillanz. Also es sind schon trotzdem noch die 90. Das ist auch Deidesheim. Auch wieder dieser helle Ton. 22 Deidesheimer Herrgottsacker. Der andere war auch 22. Das müssen wir vielleicht dazu sagen. Weil die Weine in ihrer Kühle, ihrer hellen, fruchtarmen Charakteristik so gar nicht in das 22er Bild passen. Das oft so ein bisschen weichere Frucht hat, gelbere Aromatik, auch gelbe, so Anis- und Fenchelartige Würze. Und das hat das gar nicht. Da zweifle ich auch weniger an der Reifefähigkeit, wie so an manchen anderen 22ern. Das ist in der Haushierarchie, habe ich das endlich auch mal wieder gesagt, die kleinste der ersten Lagen, der kostet 19 Euro. Ja, aber jetzt stimmt die Haushierarchie offensichtlich auch wieder. Das war gestern, wie gesagt, nicht so. Jetzt ist wirklich so, dass die Mäushöhle dem Herrgottshacker so ein bisschen den Rang abläuft. Das war die letzten beiden Tage noch nicht so. Und ist dennoch immer noch relativ knapp. Und der Preisunterschied ist es ja auch. Das riecht auch noch ein bisschen unentwickelt, recht fest. Hat nicht ganz so diese Hefe- und Rauchtönung, die die Vorgänger hatten. Obwohl es fast auch so ein bisschen was Rauchiges hat, aber es ist trotzdem im Stil ein bisschen anders. Vielleicht der Spur wärmer wirkend. Mit einem höheren Steinobstanteil, vielleicht sogar wegen Physalis mit drin, aber auch da die Frucht eher reduziert. Ganz und gar nicht aufdringlich. Ein bisschen was Nussiges mit drin. Und auch da glaubt man, die Mineralik eigentlich schon rausriechen zu können. Das ist auch am Gaumen ein bisschen gelber, ein bisschen saftiger, weniger auf dieser ganz mineralischen und hefigen Seite. Vielleicht auch mit einem Hauch mehr Restzucker, auch wenn das wirklich trocken schmeckt. Aber es hat ein bisschen mehr Schmelz und Wärme. Aber wirklich nur ein bisschen. Und da hinten kommt dann wieder kühlende Mineralik, die auch relativ hell wirkt. So ein bisschen was Steiniges kommt damit. Das ist nicht ganz so karg wie die Vorgänger, ist ein bisschen einladender. Dann kommt tatsächlich auch wieder ein bisschen Rauch und auch da so eine Note, die man eher am Holzfass zuschreibt. Was da kommt, was die anderen gar nicht hatten, ist so ein ganz leicht schwarzbeeriger Einschlag. Also das ist alles in allem zugänglicher, aber man darf ihn nicht unterschätzen, denn man merkt dann schon, ein bisschen auf ihm rumkaut, wie viel Mineralik da dann kommt, was für Energie der Wein eigentlich hat. Ja, da bin ich jetzt in der anderen Richtung ein bisschen am hadern, ob das noch 90 sind oder nicht doch schon 91.
Da sieht man es mal wieder. Es ist schon die dritte Probe und die zweite Nachprobe. Und immer noch ist man so ein bisschen am Hadern. Ich glaube, ich kann damit 91 gut leben. Es entwickelt sich auch hinten raus schön. Das ist Müller-Cutoir. Ich glaube, sie selber sagen Müller-Cutoir. 23 Harder Herrenletten. Erste Lage. Kostet. Wo sind wir? 27,20. Oh, interessanter Preis. So mit diesen 20 Cent. Ja. Aber man merkt auch am Abgang, das bleibt ziemlich präsent. Die Rascher verdient seine 91. Das ist ein sehr eleganter Stil. Auch das war ja früher ein bisschen anders bei Müller-Cutoir. Die Weine waren fruchtbetonter. Da hat sich doch einiges geändert. Sie sind kühler, zurückhaltender geworden, trockener. Was ich sehr, sehr gut finde, wundert ihr wahrscheinlich auch keinen. Und diese Mineralik ist sehr fein. Es gefällt mir schon wirklich, dieser aktuelle Stil. Das riecht fest, kräuterig, eher herb. Hat so was mediterran-kräuteriges, vor allem so. Das Thymian wahrscheinlich. Vielleicht auch Estragon und Thymian. Jedenfalls in die Richtung geht diese Kräuterwürze. Ganz interessant. Man möchte sofort Fisch haben. Oder vielleicht Lammfilet. Weiß ich nicht. Aber es ist jedenfalls sofort appetitanregend, was immer ein gutes Zeichen ist. Auch so ganz zurückhaltende, recht noble, feine Zitrus- und Pfirsicharomatik. Und auch da glaubt man, die Mineralik schon wieder riechen zu können. Ein bisschen nussiger und schmelziger und auch eine Spur wärmer und buttriger als die anderen Weine bis jetzt. Hat eine recht gelbe Aromatik, ohne jetzt zu fruchtig zu sein. Es kommt wieder ziemlich auffallend, diese Estragon- und Thymien-Aromatik ist wieder da. Im Hintergrund so ein Hauch Curry oder sowas in diese Richtung. Also es ist wirklich gelber, wie schon gesagt. Hat durch dieses buttrig-schmelzige und auch so ein bisschen an den weicheren und auch süßlicheren Kern. Ja, so gewisse Kraft auch. So einen zarten Candice-Touch. Auch das hat nicht viel Restzucker, aber das ist halt in dieser, bei Weinen in dieser Stilrichtung, die ja immer häufiger werden. Wir haben es gerade bei 22 gehabt, da war das ganz extrem, wenn man da schon, da hat man schon 3 Gramm Restzucker sehr deutlich geschmeckt. Hier schmeckt man den nicht deutlich. Es hat nur einen ganz leicht süßlichen Kern und Schmelz. Es hat hinten auch was Saftiges, dann kommen wieder nussige oder richtig fette Nüsse dazu, ein bisschen Butter. Ja, die fetten Nüsse stehen auch drin. Ja, hat dadurch nicht ganz die Spannung und Stringenz des Vorgängers, deswegen finde ich da die 90 okay. Die Komplexität und die Substanz für die 90er auf jeden Fall. Ja, das ist aber auch, jetzt muss ich abspeichern erst, das ist auch Müller-Cutoir. Das ist der Harder Bürgergarten 23. Auch erste Lage, kostet auch das gleiche. Bisschen der in Anführungszeichen wärmere und molligere Typ. Wenn auch wirklich nur im Verhältnis. Aber
Und das passiert 23 öfter, dass ein Teil der Weine ein bisschen an 22 erinnert und ein anderer Teil durch seine Straffheit und Feinheit doch eine ganz andere Hausnummer ist. Das ist schon öfters passiert, dass das so ist. Dass es im gleichen Haus so unterschiedlich ist, vielleicht nicht ganz so oft. Aha. Das ist ziemlich fest, ziemlich kräuterig. Da ist ganz leicht Florales mit drin. Dann schon wieder diese klassische Zitrus-Steinobstnase, die Riesling halt hat, aber auch das nobel und gleichzeitig zurückhaltend. Was ganz leicht Schwarzbeeriges vielleicht dabei. Und auch diese Mineralik, die man da zu riechen glaubt, hat so einen ganz leicht dunklen Touch. Das ist gut. Hat sofort Energie. Das ist sehr saftig, dabei ganz trocken. Hat eine lebendige, den Wein durchwirkende, also wieder mal so richtig regelrecht marmorierende Säure. Schöne Griffigkeit von reifer Phenolik. Bisschen Hefe, dann wieder viel Kräuter. So süßer. Süßer nicht, kühler, weil ich sagen, kühler, frischer, saftig, komme ich auf süß. Das ist überhaupt keine Süße. So eine leichte Frühlingszwiebelfrische dabei. Das ist gut. Eine wunderbare Balance und trotzdem Spannung und Energie. Ja, da reichen die 90 nicht. Das hat auch gewisse Tiefe. Wieder so diese mediterranen Kräuter. Bisschen was Nussiges kommt mit. Das wahrscheinlich jetzt auch wieder zum großen Teil von der Hefe kommt. Weil das sicher auch Holz was ist, so wie das schmeckt. Was 25 bis 30, das stimmt nicht. Das hält länger. Ja, das sind eindeutig 91. Wunderbarer Wein. Macht einen totalen Spaß. Bisschen fruchtiger als die meisten anderen und gleichzeitig aber kernig und herb und griffig. Speichelziehend. Einfach sehr, sehr gut. Lass mich das abspeichern. Ja. Das ist das Weingut Dr. Wehrheim. Hier sind wir bei biodynamischem Weinbau. Im Übrigen das vorher. Müller-Katwa ist auch bio, das ist biodyn. Das ist Frankweiler Biengarten, erste Lage. Hat 13% Alkohol und wirkt trotzdem ganz fein und energetisch, ohne in irgendeine warme, kräftige Art abzuweichen. Sehr, sehr stark. Kostet 25 Euro. Das ist nicht viel Geld für die Qualität. Klar ist das nicht billig. Ich weiß schon, man kriegt dann immer so viel. So manchmal Reaktionen wie, in welcher Welt lebst du, wo das nicht viel Geld ist. Ich weiß schon, aber für die Qualität und im Verhältnis ist es günstig. Das wirkt fast ein Stück verschlossener. Mit so einem rauchigen Oberton. Pflanzliche, wieder so ein bisschen an frische Frühlingszwiebeln erinnernde Noten.
Die Frucht richtig versteckt noch. Also auch wieder so Zitruspfirsichartig. Aber da drüber ist ein bisschen Hefe. Ein leichter Fasston, habe ich den Eindruck. Das Ganze ist noch ein bisschen eingesperrt. Aber fest. Ja, ist recht dicht am Gaumen. Auch da ziemlich analog zur Nase. Die Frucht verhältnismäßig kompakt. Drüber so ein Hefe-Holzfasston, der das alles so ein bisschen unterdrückt. Leichter Schmelz am Gaumen. Ja, ich habe reingeschrieben, so ein bisschen so frische Pflanzenschärfe. Die geht auch so wieder ins leicht Frühlingszwiebelige. Also, zwiebelig kann sehr unangenehm sein, wenn so eine schon leicht angefaulte Zwiebel oder irgendwas in der Richtung ist. Das ist das gar nicht. Das ist wirklich frische Frühlingszwiebel. Das ist ganz angenehm und sehr, sehr positiv gemeint. So ein bisschen Überreife und sowas, das kann in dieses Zwiebelige abdriften. Das sind dann ist oft so ein Hinweis auf Gärprobleme, aber ist hier überhaupt nicht der Fall. Wenn es so frisch ist und so präzise, hat es mit Gärproblemen nicht das Geringste zu tun. So ein mineralisches Fundament und ich glaube auch so ein bisschen ein holziges Fundament. Ist wirklich im Ganzen kompakter, nicht ganz so fein aufgedröselt wie der Vorgänger. Vielleicht auch einfach noch nicht so weit, dass er alles zeigen kann, denn innere Kraft, gewisse Tiefe und Dichte hat der Wein. Aber im Moment würde ich ihn bei 90 lassen. Das ist auch Dr. Wehrheim. Mein Stöpsel. Ich kann Stöpsel nehmen. Das ist auch Dr. Wehrheim. Auch erste Lage. Birkweiler am Dachsberg 23 ist es. Wieder Biodin kostet. Auch das gleiche kostet 25 Euro. Also wer es wärmer und schmelziger mag, so ein bisschen mehr in Richtung Burgundersorten gehend, nehme den. Auch mit weniger Säure. Wer es nervöser haben will, ein bisschen kantiger, ein bisschen energiereicher, nehme den Bienengarten. Der übrigens, fällt mir gerade ein Lieblingsweinkandidat ist. Deswegen muss ich den nochmal hochstellen. Das ist steinig schon in der Nase. Steinig, kräuterig, kompakt, tief. Hat wirklich auch schon deutlich riechbare Konzentration. Eine ziemlich noble Frucht. Und gleichzeitig ist alles kühl und fein, obwohl es so einen minimalen Butterton auch hat. Oder Nussbutter, aber nur ganz zart. Es macht es überhaupt nicht aufweichend oder plump. Bisschen was Rauchiges. Ja, und was das steht auch schon drin, das erinnert so ganz leicht so an grünes Curry. Man kriegt schon wieder Appetit. Und man kann es nicht oft genug sagen, wenn einem schon die Gerichte am inneren Auge vorbei defilieren anfangen, es vorbei defilieren anfangen, defilieren, geht's noch? Anfangen, ihr wisst, was ich meine? Dann ist es immer ein gutes Zeichen. Und das ist die tiefste und komplexeste und nobelste Nase heute.
Da geht es am Gaumen schon noch weiter. Das ist der saftigste Wein bisher. Es hat vielleicht am meisten Frucht, ohne jetzt wirklich fruchtig zu sein. Auch das hat gewisse Kräuterwürze, auch diese nussig, gewisse Fasswürze dabei. Gar nicht so viel Hefe. Sehr feine, wirklich ganz fein marmorierende Säure. Dichte, Nachhaltigkeit, gewisse Kraft ohne jede Schwere. Hinten so ein mineralisches, kalkig, kreidig, steiniges Fundament. Steht gar nicht so deutlich drin, wobei Mineralik steht schon drin, aber wie deutlich das geworden ist. Hat dann so Noten von grünem Pfeffer. Wir waren ja bei grünem Curry ohnehin schon. Das ist ziemlich vielschichtig. Wird auch fast völlig trocken. Aber hat eine richtig noble Saftigkeit. Und eine tolle Spannung. So ein bisschen so ganz feine, herbe Zestenaromatik. Ich finde aromatisches Bitter im Wein ganz hervorragend. Aber wenn es halt aromatisches Bitter ist, es gibt auch unangenehmes, galliges, kaputt nussiges Bitter, so einen ganzen Scheiß. Brauchen wir nicht, aber so ein feines, aromatisches Bitter, hervorragend. Wir reden noch nicht von großem Gewächs, aber das ist schon beeindruckend. Also da kommen viele große Gewächse nicht annähernd dran. Das verbindet alles Gute, was die Vorgängerjahrgänge hatten. 21 hatte Spannung, aber manchmal nicht den Körper und nicht die Dichte und nicht die Tiefe. Gab Ausnahmen, aber. Und 22 hatte den Körper und die Wärme und die Saftigkeit. Nur halt auch oft nicht so ganz die Tiefe und vor allem nicht die Spannung. Der hat es beides und zusätzlich die Tiefe. Der steht bei 92 und ich hader da, ob es nicht 3 sind. Man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich nicht selber euphorisiert und dann irgendwann völlig abdriftet. Das kann einem passieren, deswegen muss man da immer aufpassen. Das muss man sich bewusst sein. Ich schaue mir einfach noch einmal an. Aber er schwankt zwischen 2 und 3 und es ist auf jeden Fall ein grandioser Wein für eine erste Lage. Also wirklich richtig top. Ja, das ist noch einmal. Ah, Moment mal, das ist gar keine erste Lage. Das ist Neustadt V, schaut aus wie ein B, dieses alt geschrieben. Aber 23 Neustadt V. Das V steht für eine potenziell große Lage, nämlich Vogelsang, die ist über Neustadt und hat reinen Muschelkalkboden. Das ist direkt am Wald, teilweise im Wald. Ganz kühle, relativ hohe Lage, ich glaube bis 236 Meter hoch. Und hat wirklich so ein ganz eigenen Boden für das. Der kostet auch, genau, der kostet 29,20. Die 20 immer, die 20 Cent. Wie auch immer. Aber es ist wirklich auch der stärkste Wein in dieser Runde. Und zwar mit einem gewissen Abstand. Ja, also gibt es nicht nur morgen nochmal, sondern den trinke ich auch. Und auch einen Lieblingsweinfall. Und damit haben wir es für heute. Ja, für heute haben wir es bestimmt. Ich komme heute zu nichts mehr. Zumindest zum Filmen nicht. Heute ist Freitag. Und es kommt das Kind. Das Kind ist gut. Also
Das Kind ist eh gut, aber Kind ist natürlich gut, weil der wird 30 in ein paar Wochen. Was gar nicht gilt, weil ich war ja auch erst vor ein paar Wochen 30, aber wie die Natur das halt so will. Jedenfalls, wir sehen uns dann halt nächste Woche wieder. Bis dahin auf jeden Fall. Tschüss und danke fürs Zuschauen.